Wir sollten uns mal überlegen, wo wir jetzt eigentlich mal lang gehen sollten. So, also ein bisschen Systematik hier reinbringen. Lasst mich bloß in Ruhe. Euch Viecher kann ich irgendwie gerade nicht ab. Oh, Ekelschleim ist immer gut. Den machen wir nochmal kaputt. Das reimt sich. Zack. Happy Dua. Hier ist ein bisschen das ab. Ich habe nichts nochmal gegen Level Up oder so. Erledigt. Schleim. So. Das muss ja irgendwie Sinn haben mit den starken Strömungen, dass wir da jetzt drin schwimmen können. Ach, hier bin ich wieder. Oh, 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 oh. Bitte, bitte nicht. Ja. Ich will hier nochmal gucken. Yeah! Okay, das haben wir geschafft. Hier war der Anfang, ne? Ja, hier war der Anfang. Oder haben wir hier vielleicht noch irgendwie so eine Blase übersehen, wo wir hätten drin schwimmen können? Ich glaube aber nicht. Ne, das... Hier kann ich... Ja gut, das wäre gewesen. Irgendwas muss hier ja noch sein. Es muss ja einen Sinn haben, dieses ganze Gebäude hier. Da gibt es bestimmt noch einen Endgegner und so weiter. Auch wenn ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Aber irgendwas war da bestimmt. Wir sind natürlich jetzt von unserer Energie her und so ziemlich am Ende. Das heißt, wenn da jetzt ein richtig fieser Endbosskampf kommt, dann könnte ich durchaus Probleme bekommen. Hätte ich bloß den richtigen Zauber gleich da benutzt, aber gut, ist jetzt zu spät. Brauche ich mich jetzt auch nicht mehr drüber aufregen. Okay, ich möchte ganz gerne nochmal in den Raum, wo die ganzen vielen Kröten waren, die Donnerkröten. Vielleicht ist da noch was. Hier fallen wir runter. Hinter Wasserfall entlang, dass uns keiner sieht. Das hat aber nicht funktioniert. Sehr schade. Okay. Donner, ich glaube hier rein. Und dann sind wir wieder... Nee, noch, nee, das ist nicht der richtige Weg. Da muss ich dann hier durchschwimmen. Irgendwo waren noch diese ganzen Donnerkröten. Ja, das sieht gut aus. Genau. Ja, hier sind wir richtig. Genau. So, die machen wir nochmal im Platt. Ich glaube, die können uns wesentlich nicht vergiften. Die schießen uns nur halt weit weg. Genau so. Oh. Das ist vielleicht geil. Nein. Wieder zurück. Den Raum mag ich nicht. Okay, man muss ein bisschen aufpassen bei den Viechern. Man hat auch keine Möglichkeit, irgendwie sich noch zu lenken oder sonst irgendwas. Irgendwie muss man ja sich da fallen lassen können auf den einen... Vorsprung da, um den Kristall zu kriegen. Obwohl, ja, wenn wir den Kristall nicht kriegen, dann bin ich jetzt nicht groß böse drum. Aber, ob man Geschenk kriegt, nimmt man mit, ne? So, da kam ich raus. Das heißt, hier unten ist eigentlich nichts weiter. Bis auf den einen Kristall halt. Okay. Und oben, da ist halt die eine Tür, wo wir wieder zu diesen Pflanzenviechern kommen. Und hier ist auch nichts. Na gut, dann müssen wir also wohl da lang. Jo. Nützt nix. Versuchen, irgendwie nicht vergiftet zu werden. Oh, ich lasse ihn einfach mal leben. Okay, rein. Was war denn das? Ich habe da gerade was aufgebracht, habt ihr das gesehen? Ach, ich habe hier jetzt Wasser reingelassen, ne? Ah, interessant. Das war ehrlich eher Zufall gerade. Ach, so komme ich an den Kristall. Alles klar. Ah. Sehr schön. Dann kann ich jetzt ja hier oben hinschwimmen. Interessant. Okay, dann sollen wir wohl hier lang. Okay, okay, okay. Nein, bitte nicht vergiften. Bitte nicht vergiften. Ey. Ach so, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Oh Gott. Nein, ich muss hier raus. Nein! Lass mich, ich will nicht vergiftet werden. Ich habe gerade tierische Angst, vergiftet zu werden. Echt. Weil ich keinen von diesen Wasserzaubern mehr habe. Oder war das Windzauber? Nee, Wasserzauber hieß er, glaube ich. Der Krankheit einhalt. So, da geht's weiter. Ich möchte noch nicht diesen riesen Wasserfall darunter, glaube ich. Ich gehe erstmal hier lang. Donnerkröten, ihr seid mir viel lieber. Ganz ehrlich. Und ihr bringt ganz eine Menge Geld. Das ist cool. Dankeschön. Ach, besser niesen als vergiftet sein.
Dann lieber ein bisschen in der Schnodder rumsuhlen. So, geht's hier weiter? Muss doch einen Sinn haben hier. Dieser Raum muss doch einen Sinn haben. Dann kann ich hier irgendwo lang. Nee, anscheinend nicht. Gibt's doch nicht. Da auch nicht. Nichts? Das finde ich sehr merkwürdig. Was hat denn dieser Raum für einen Sinn? Bislang noch keinen. Ach, da kann ich wahrscheinlich wieder raus, wenn ich hier reinfallen sollte. Aber, ich kann jetzt... Ach, interessant, ich kann jetzt gegen die Strömung hier rüber. Das ist ja auch schön. Schön gemacht. Doch, muss ich sagen. Nein, nicht ihr. Ihr könnt mich bestimmt auch vergiften, so wie ihr aussieht. Weg, bitte weg. Komm. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ertätigt. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein! Das ist so fies, dieser Angriff. Und du nervst. Komm mal her. Bam! Bam! So, weg. Was ist jetzt hier los? Ah! Da war tatsächlich mal eine versteckte Höhle. Die konnte man auch halbwegs sehen, aber ich habe das eben zu spät erkannt. Nickel-Schleim-Teil sehe ich schön. Ein kleines Level-Up noch vom Boss wäre doch schön, ne? Also mal ganz ehrlich, dass ich jetzt eine stärkere Waffe habe, das merkt man gar nicht so wirklich. Wahrscheinlich sind die Blumen in diesem Dungeon echt so stark, dass sie absolut notwendig war, die neue Waffe. Erstmal links gucken, wa? Oh, wieder so viel Gänge und Wege und Abzweigungen. Okay, es ist anscheinend nur ein Kreis, das wäre schön. Aha. Ja, es ist wirklich nur ein großer Kreis. Was bringt das Ganze bitte? Ja, schön. Da oben geht es wahrscheinlich wieder zurück und hier. Da ist ein Wasserfall. Okay. Den möchte ich noch nicht ausprobieren. Erstmal gucken wir rechts nochmal lang. Muss ja irgendwie einen Sinn haben, dass man hier einmal rumschwimmen kann, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne den Dungeon überhaupt nicht mehr. Und wie es aussieht, waren das gerade alle Wege. Ja, hier sind wir eben lang gekommen, genau. Gut, also können wir doch da wieder lang. Und dann müssen wir anscheinend den Wasserfall runter, weil mehr ist hier nicht, wie es aussieht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und dann springen wir den Wasserfall runter und gucken, wo uns der hintreibt. Wahrscheinlich irgendwo hin, wo wir sowieso schon waren, und dann müssen wir uns wieder hierher kämpfen. Irgendwie sowas. Hythoderon. Ja, was? Baba! Ja, danke! Hammer! Schöner. Ja. Ja. Ich bin gerade etwas überfordert. Segelt auf Alex zu, ja. Schön. Wo bleibt denn mal einer von euch Köpfen? Ich würde euch ja gerne mal treffen, aber irgendwie... Okay. Keine Panik, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber der soll mal herkommen. Bisher konnte ich hier nur vor dem Stern weglaufen. Oder müssen wir einfach nur eine Zeit lang durchhalten? Ich weiß es nicht. Bisher ist ja noch recht simpel. Ja, dann warten wir doch einfach hier. Passiert ja eh nichts. Ich trinke mal einen Schluck. Mmh. Ja, super. Ein Sternfisch klebt an mir. Bäh. Erstmal eine Götterknolle. Und immer noch eine kleine hier, aber auch noch genug von. So. So. Passt schon. So, was ist jetzt hier los? Einfach nicht von den Sternen erwischen lassen. Dann passt auch schon.
Also anscheinend muss ich die gar nicht persönlich töten, die Viecher, sondern einfach nur hier durchkommen, weil die kommen ja nicht auf mich zu. Das heißt, ich kann sie definitiv nicht töten. Oh, so hilft's. Ich kann mir jetzt eigentlich wirklich nur vorstellen, dass das hier irgendwie zeitmäßig irgendwie abgetan ist. Nein! 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 Lass mich los! Leave me alone! Ja, zumindest zieht er mir keine Energie ab, das ist ja auch schon mal schön. Ja. Du könntest mich so langsam wieder loslassen, finde ich. Ey, wenn man das Viech so anguckt, es sieht echt aus wie von Aliens, diese Facehugger, wenn die einen auf dem Gesicht sitzen. Okay, ich muss mich anscheinend treffen lassen, sonst geht das Viech gar nicht wieder ab. Oh, schön. Och, Mann, komm, feuer mich an. Feuer mich ab. So, danke. Ja, wenn ich hier irgendwas verpasst haben sollte, was ich hier machen muss, dann raff ich das jedenfalls gerade nicht. Ja, ist spannend, ich weiß, aber weil das Viech ist ganz schön anzusehen, das haben sie schön gemacht, ja, aber das ist, ja, damit war es das dann auch. Hm. Oder raff ich hier irgendwas total nicht gerade? Weil an die Viecher komme ich nicht ran, da kann ich machen, was ich will. Ich kann ja nicht von dem Holzstück runterspringen und nix. Ich komme auch nicht an das Viech da oben ran, bei weitem nicht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach einen Zauber... Nee, die können ja nicht voraussetzen, dass man hier irgendwelche Zauber dabei hat, weil dann wäre das Spiel ja in diesem Moment vorbei, wenn man jetzt keinen hat. Also, nee. Das kann es auch nicht sein. Man muss das schon irgendwie mit unseren normalen Fähigkeiten hier erreichen können. Aber dem ist anscheinend nicht so. Ach ja. Vielleicht hau ich doch mal ein bisschen auf die Viecher ein. Bringt's ja was. Dass sie dann irgendwann sagen, komm, wir haben genug, wir hören es auf, dich hier zu ärgern. Ach, Mann! Ach, Mäusch, nö. Ja, hast du recht. Ach, jetzt wird's ja, jetzt langsam stelle ich mich an dir. So, komm her. Spannend, ne? Die Spannung wächst ins Unermessliche. Na, endlich. Und jetzt? Die haben auch irgendwelche Zuckungen, haben die, glaube ich. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ihr müsst schon irgendwas machen da hinten. Keine Musik mehr. Wir treiben nur noch auf dem Floß. Ah! Gossi schaut Alex an. Alex erhält Hornzauber. Ja. Okay, wir haben jetzt den Hornzauber. Was hat uns das Ganze jetzt gebracht? Ein Zauber halt. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Ja, deswegen beballerst du mich auch. Was? Wo bringst du mich hin? Ja, möchte ich jetzt auch ganz gerne mal wissen, wo der mich hinbringt. Oh. Ein Mann. Hallo, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinen ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir. Ich zeig dir was. Wir haben den doch vorher nie gesehen, der konnte uns doch gar keine Belohnung versprechen.